Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir erklären, was man unter sogenannten E-Mail-Diensten versteht. Und das natürlich im Zusammenhang mit dem Internet. Hier sehen wir schon ein Beispiel für eine Nutzung von E-Mails. Anja schreibt eine E-Mail an Bertram. E-Mail ist ja in der Regel so aufgebaut, dass wir einen Absender haben mit einer E-Mail-Adresse. Hier mit diesem E-Mail-Zeichen. Dann trägt man ein die E-Mail-Adresse, an wen es dann geht. Das ist die Adresse von Bertram mit einem Betreff, mit so einer kleinen Überschrift. Und dann im Text. Das Ganze tippt sie im E-Mail-Programm ein, hier in dem Fall auf dem Laptop. Diese E-Mail wird dann gesendet an den, über das Internet natürlich an den Mail-Server. Wird sie hinaufgeladen von der Anja und von dort wird es dann weitergesendet an den Mail-Server von Bertram. Dort wird es dann in einem bestimmten E-Mail-Postfach abgelegt von Bertram und Bertram kann es dann über sein E-Mail-Programm auf seinem Tablet oder auf seinem Smartphone dann abrufen. Und kann dann die Nachricht lesen, sieht dann hier die Adresse vom Absender, dann seine eigene Adresse natürlich noch einmal, dann wieder ein Betreff und dann den Text. Jetzt wollen wir uns das etwas genauer anschauen. Eine E-Mail ist eine Nachricht, die über ein Netzwerk von Computern wie dem Internet von einem Absender zu einem Empfänger übertragen wird. E-Mail steht für den englischsprachigen Begriff Electronic Mail, also elektronische Post. E-Mail ist eine besonders häufig genutzte Möglichkeit des Internets. Also einer der meistgenutzten Dienste des Internets. Mehrere Milliarden Menschen verfügen heute über einen Zugang zu E-Mails. Vergleichbar mit einem Telefonanrufbeantworter kann der Empfänger der Mail auch einige Zeit nach dem Versenden die Nachricht entgegennehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Mails zu versenden, zu empfangen und zu lesen. Hier wäre mal das E-Mail-Programm als App oder Programm auf zum Beispiel einem PC oder Smartphone installiert. Eine andere Bezeichnung hierfür wäre dann der E-Mail-Client oder Mail-User-Agent, Abkürzung MUA. Eine andere Möglichkeit neben dem E-Mail-Programm ist der Web-Mail-Zugang, also der Zugang über eine Webseite des E-Mail-Anbieters. Man geht also mit einem Browser dorthin zu der Webseite des E-Mail-Anbieters und loggt sich dann ein und kann dann die E-Mails lesen, schreiben, bearbeiten. Hier haben wir eine genaue Darstellung und Anzeige eben so einer E-Mail. Wir haben hier den Empfänger. Und dann haben wir mehrere Eintragsmöglichkeiten. Wenn ich hier bei CC etwas eintrage, das wäre Carbon Copy, dann wird eine Kopie an diejenigen, die hier stehen, die in dieser Adresse wären, dann übermittelt. Dann eine Blind Carbon Copy wird ebenfalls eine Kopie dieser E-Mail, die hier geschrieben wird, weitergesendet. Nur sehen dann dementsprechend dann diejenigen, die bei CC angeführt worden sind, nicht, an wen diese Nachricht ebenfalls dann geht. Wir haben das hier nochmal genauer angezeigt, auf der rechten Seite, was man sieht. Also den Absender sehen alle, die die Nachricht bekommen. Also die, die sowohl hier stehen natürlich, dann bei CC und dann BCC, also für die Blind Carbon Copy. Man sieht dann hier alles. Dann CC bedeutet, dass dann im Prinzip der Erste, der so eine Blind Copy, so eine Blind Copy erhält, dann sieht, was hier dann eben der Fall war, sieht ebenfalls dann letztlich, wer dann noch ebenfalls hier in diesem Verteiler drinnen steht unter CC. Aber, und das ist der besondere Vorteil hier von dieser Blindkopie, das heißt von BCC, sie sehen gegenseitig nicht, wer diese Nachricht ebenfalls erhalten hat. Und ebenfalls sehen dementsprechend dann auch nicht die anderen, an die man das versendet, wer dann hier angeführt wurde. Weiter zum Aufbau einer E-Mail. Wir haben dann hier einen Text, der eingetippt wird. Dann haben wir eine Signatur, die wird hier mit diesen Strichen gekennzeichnet. Alles, was darunter steht, stellt dann so etwas dar wie eine eigentliche Adresse. Also nicht E-Mail-Adresse, sondern eigentlich Adresse, wo jemand dann wohnt. Dann kann man einen Anhang einfügen. Kann man sehr einfach dann hier machen, indem man meistens hier so ein Symbol wählt und dann den Pfad wählt, wo diese Datei sich befindet und dann wird sie angehängt. Und da gibt es meistens auch dann noch sogenannte Formatierungsmöglichkeiten. Das heißt, man kann dann etwas als Fett oder Kursiv, Unterstrichen und so weiter dann formatieren. Dann gibt es weitere Möglichkeiten bei E-Mails. Man kann dann auch auf eine Mail, die man natürlich erhalten hat, dann auch antworten. Man kann eine Antwort schreiben. Man kann hier eine weitere, man kann sie weiterleiten, also kann eine Kopie weitersenden. Dann gibt es die Möglichkeit, unter anderem hier einen Spam zu melden. Also Nachrichten, die man unverlangt, also die man nicht unbedingt erwünscht hat, erhält, die häufig im Zusammenhang mit Werbung einem gesendet werden, werden als Spam bezeichnet. Und ein Spamfilter ist eine Software, die versucht, diesen Spam zu erkennen, damit dieser leichter gelöscht werden kann. Und hier gibt der Nutzer eben dann an, bei diesem Menüpunkt,
dass die geöffnete Mail eben, diese geöffnete Nachricht eben ein Spam ist. Hier könnte man Phishing melden. Phishing melden. Phishing stellt den kriminellen Versuch dar, mithilfe unter anderem gefälschter E-Mails, Webseiten oder auch SMS, fremde persönliche Informationen, wie zum Beispiel Zugangsdaten, zu einem Bankkonto zu halten. Und die Opfer sollen verleitet werden, ihre persönlichen Daten an Kriminelle weiterzugeben. Also es geht hier um Täuschung derjenigen, die diese E-Mail erhalten. Ein Beispiel für so ein Phishing stellt hier seine Mail dar, die habe ich aus Wikipedia entnommen. Da wird versucht dann, das Opfer, also der diese E-Mail erhalten hat, dazu bringen, dass er die Informationen über sein eigenes Bankkonto weitergibt. Und man sieht schon, das ist sehr täuschend echt gemacht. Und wenn man dann hier draufklicken würde, würde man zu einer Seite kommen, die dann ebenfalls so ausschaut wie die einer Sparkasse, würde dann unter Umständen dann die eigenen Kontodaten bekannt geben. In der Realität ist es so, dass Banken niemals per Mail versuchen dann an persönliche Daten der Kunden zu kommen. Sie würden in anderer Form Kontakt aufnehmen und man würde dann in die Bank persönlich vorbeikommen. Also auf solche Nachrichten nicht antworten. Es handelt sich hier zu hoher Wahrscheinlichkeit um Phishing. Dann zu E-Mail-Protokollen. Die Art und Weise des Datenaustausches erfolgt mit Hilfe sogenannter Protokolle. Das Protokoll regelt zum Beispiel, in welcher Reihenfolge die Teile einer E-Mail, also wie eine Textnachricht, Überschrift, also der Titel, und Anhänge gesendet und empfangen werden. Hier eine Auswahl von E-Mail-Protokollen. Also zum Beispiel das Senden von Mails geht mit Hilfe des Simple Mail Transfer Protocols, also SMTP. Empfangen werden Mails mit dem Internet Message Access Protokoll, also IMAP. Oder dem Post Office Protokoll, das wäre das POP-Protokoll. Das heißt, hier nochmal die Darstellung. Hier ist der Mail-Server. Da haben wir den Absender und der Absender sendet dann seine Nachricht mit Hilfe eines Mail-User-Agents, also entweder einem Webmail oder einem eigenen E-Mail-Programm, an den Mail-Server. Und dieser Mail-Server sorgt dann dafür, dass die Nachricht weitergeleitet wird an den Mail-Server des Empfängers und abgerufen wird diese Nachricht vom Empfänger entweder mit dem POP-Protokoll oder mit dem IMAP-Protokoll. Zum Abschluss der Verweis auf die Grafiken, die ich in der Präsentation verwendet habe. Und natürlich auch auf weiterführende Informationen im Internet. Danke für die Aufmerksamkeit.